Allein im Jahr 2020 wurden in Deutschland über 140.000 Scheidungen vollzogen. Und hinter dieser Zahl stecken ziemlich viele schmerzhafte persönliche Geschichten. In meinem Kanal geht es darum, Männern dabei zu helfen, die Richtige zu finden. Und wir schauen uns jetzt mal an, was eigentlich passiert, wenn ein Mann dachte, er hätte schon die Richtige gefunden, diese Frau auch geheiratet hat, die Ehe irgendwann nicht mehr funktioniert und die Frau ihn dann auch verlässt. Denn die meisten Scheidungen werden auch von Frauen eingereicht. Und das ist so eine schmerzhafte Ausnahmesituation, dass wir hier mal wirklich genauer darüber reden wollen. Und ein Kunde hat mir genau das auch wieder letztens erzählt. Also ich habe mit einigen Männern schon zusammengearbeitet nach der Scheidung. Und bei ihm war es auch so, dass er mit seiner Ex-Frau über 15 Jahre verheiratet war, 2 Kinder mit ihr hatte. Und die Ehe, es gab Probleme gegen Ende, hat er auch gemerkt und er hat auch angefangen, an diesen Themen zu arbeiten. Aber das Ding war, irgendwann wollte seine Frau einfach nicht mehr, quasi war nicht mehr kompromissbereit, wollte sich trennen und er hat dann gegen Ende, also sobald die Trennung quasi angefangen hat, war es einfach ein riesiger, so ein kompletter Umbruch für ihn, für seine Kinder. Ihm wurde gefühlt alles weggenommen. Er hat seine Kinder weniger gesehen. Zugewinngemeinschaft, Unterhaltszahlungen, also Sachen, wie regelt man was? Ein Anwalt wurde eingeschaltet. Er hat seine Ex-Frau dann auch von so Seiten gesehen, die er gar nicht an ihr kannte. Natürlich hat man auch in einer Ehe, vor allem wenn man über 15 Jahre zusammen war, auch die hässlichen und die Schattenseiten einer Person gesehen. Aber nach der Trennung war es viel, viel extremer. Er hat seine Kinder nicht mehr so oft gesehen. Dieses Gefühl, sein Kind immer wieder abgeben zu müssen, war für ihn immer wieder wie so ein Stich in seinem Herz. Und bei ihm war es auch noch das Problem, dass er seiner Ex-Frau gegenüber, neben der Tatsache, dass sie die Mutter seiner Kinder ist, halt auch ihr gegenüber als Partnerin, als Ex-Partnerin, noch viele negative Gefühle gehegt hat. Verletzt, weil er diese Frau war, verletzt, weil er diese Frau geliebt hat, traurig darüber, wie es gelaufen ist und auch Wut gegenüber dieser Frau. Und er musste immer wenn er sein Kind halt zu ihr gefahren hat, musste er seine Ex-Frau immer wieder sehen. Und er musste seine Gefühle kontrollieren, er musste sich beherrschen. Und einmal hat seine Tochter dann auch erwähnt, dass Mama jetzt bald irgendwie jemanden kennenlernt und dann vielleicht ein Date hat. Und dann zu wissen, dass er sein Kind dann wieder zu dieser Frau fahren muss, war einfach doppelt schlimm für ihn. Dann macht er die Tür auf, sieht seine Frau, sie ist gerade schick angezogen, so schick, wie sie lange nicht mehr war in der Ehe, und muss einfach jetzt die Tochter abgeben. Und in der Schöne unserer Gesellschaft wird nicht genug Fokus auf diese Situation gerichtet, in die ein Mann da geraten kann. Bei meinem Kunden war es auch so, und das kann er jetzt nicht belegen oder beweisen, aber er hat einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass seine Kinder ihm gegenüber auch immer mehr entfremdet wurden. Weil er hat sie halt immer weniger gesehen und er hat auch nicht mitbekommen, was seine Ex-Frau über ihn erzählt, also über den Vater in Anwesenheit der Kinder. Hat er keinen Einfluss mehr darauf gehabt. Was er aber wusste, war, dass seine Ex-Frau, und das hat er auch einfach gegen Ende der Trennung mitbekommen, dass sie nicht immer unbedingt ehrlich mit allem umgegangen ist. Also in der Hinsicht, dass sie ihren Freunden und gemeinsamen Freunden, also das ehemalige Ex-Ehepaar hatte gemeinsame Freunde und den gemeinsamen Freunden hat sie zum Beispiel andere Versionen davon erzählt, wie das Ganze stattfand, als es wirklich war. Ihren eigenen Eltern hat sie andere Versionen erzählt, zumal er sich sehr gut mit ihren Eltern verstanden hatte. Und wenn das einen nicht schon genug runterzieht, war es bei ihm halt einfach auch so, und das kennen viele geschiedene Männer auch, wenn man keine gemeinsamen Kinder hat, wenn man nach einer Scheidung nicht erstmal noch 100 Sachen klären muss, auch wegen dem Anwalt, dann ist es hier einfach, eine Trennung zu verarbeiten, weil du Abstand zu dieser Person hast. Aber es ging bei ihm halt auch immer nicht. Unterhaltszahlung, immer wieder Sachen wegen den Kindern, der nächste Schwimmkurs, der nächste, wie macht man das in der Schule und so. Man muss sich ja immer wieder mit dieser Frau nochmal auseinandersetzen. Und das ist die Frau, die man gerade gefühlt am wenigsten sehen kann, ertragen kann, sie zu sehen, aber man muss halt immer wieder machen. Und das ist halt eine Situation, die ist sehr, sehr belastend. Und bei meinem Kunden kam dann auch, 1-2 Wochen, nachdem die Tochter erwähnt hatte, dass die Mutter jetzt irgendwie ein Date hat oder so, hat er dann auf WhatsApp ein Profilbild gesehen von ihr und ihrem neuen Macker und das war der absolute Tiefpunkt. Ein paar Wochen später hat es gedauert, bis man einfach für diese surreale Situation eine gewisse Akzeptanz gewonnen hat und hat natürlich auch sein Glück versucht im Dating. Und er ist auf Online-Portalen und hat gesagt, okay, eine Partnerin wäre nicht schlecht, aber auch einfach nur mal wieder ein bisschen was erleben als Single wäre auch cool. Ich möchte einfach mal, dass bei mir wieder was geht. Hat sein Glück versucht und auf Tinder und auch auf Parship einfach nur Körbe bekommen. Hat nichts funktioniert. Und das hat natürlich sein Selbstvertrauen, das sowieso schon im Keller war, noch mehr geschmälert. Und das waren auch so die Versuche, die er auch vor dem Coaching unternommen hat. Und er kam auch irgendwann zu dem Schluss, dass es einfach sein Alter sein könnte. Dass die Tatsache, er hat das auch erwähnt auf den Profilen, dass er Kinder hat, dass das ein Problem für Single-Frauen sein könnte. Weil bei ihm ist es so, er will keine,
keine neue Familie mehr gründen. Er würde sich einfach nur eine Partnerin wünschen an seiner Seite, mit der er den Rest seines Lebens halt bestreiten kann. Aber es muss jetzt keine neue Familie sein. Zwar mag er es, ist ein Familienmensch, er mag es, wenn seine Kinder da ist, er liebt es auch, Zeit mit ihm zu verbringen. Aber nicht jede Frau hat da wirklich, hätte zu ihm gepasst. Und er hat einfach das Gefühl gehabt, dass er halt auch aufgrund dieser Umstände, aufgrund der Tatsache, dass er quasi ein Mann mit Vergangenheit ist, dass er halt da wenig Chancen im Dating hat. Und deswegen kam er auch zu mir ins Coaching und wir haben uns seine Situation angeguckt. Ich habe ihm meine Methode mitgegeben, meine Methode mit 4 Schritten, wie er mehr Frauen kennenlernen kann, mehr Erfolg im Dating haben kann und dann halt auch nochmal eine neue Partnerschaft finden kann. All das habe ich mit ihm gemacht und habe mir seine Situation angeguckt. Und das sind so Dinge, die ich halt oft höre. Geringeres Selbstbewusstsein, man weiß nicht genau, woran es liegt. Und dann haben wir erstmal bei ihm aufgeräumt. Und diese paar dieser Dinge möchte ich dir jetzt auch mal so ein bisschen mitgeben. Denn was man verstehen muss, viele Männer nach der Scheidung sind erstmal so, okay, irgendwie komme ich im Dating nicht wirklich voran. Und es ist halt, wie gesagt, doppelt schlimm, wenn die Ex-Frau schon irgendwie direkt einen Macker oder sowas hat oder einen neuen Freund. Und was man verstehen muss ist, das Dating-Leben, es sind 2 Sachen, die sehr nachteilhaft sind zu deinem Nachteil in der Dating-Situation. Erstens, die Dating-Welt hat sich komplett verändert in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Liegt vor allem an Social Media und an Online-Dating-Plattformen. Frauen haben brutal viel Auswahl. Frauen werden immer wählerischer. Und Frauen waren ja schon immer so ein bisschen so wählerischer als wir Männer, sage ich mal. Aber es hat sich noch mehr gesteigert. Das heißt, das Dating-Leben wird auch viel, viel schnelllebiger. Wenn man ein ganz nettes Profil hat und ganz nett mit einer Frau schreibt, aber dann irgendwie dann ein Match kommt mit einem Typen, der halt einfach irgendwie ihr besser gefällt, ist man raus. Wenn man ein erstes Date hatte, was eigentlich ganz schön war, ganz nett war, aber jetzt vielleicht nicht top, dann kann es sein, dass man dann auch nach einem ersten Date raus ist und einem keine zweite Chance gegeben wird. Wenn man eher der Typ ist, der lange braucht, um aufzutauen auf so einem Date, dann ist es einfach so, dass die Frau relativ schnell weg ist in der Kennenlernphase, auch wenn man ein Mann ist, der eigentlich dann in der Partnerschaft viel zu bieten hat. Es kann sein, dass man bodenständig, loyal ist oder dass man auch einfach ein witziger, lockerer Typ ist, wenn man halt mal mit jemandem warm wurde und auf vertrautem Fuß ist. Aber das ist halt das Problem in der Datingwelt heutzutage. Geht halt nicht mehr so einfach. Man muss relativ schnell eine Frau überzeugen können und sonst hat man wenig Chancen. Das ist eine Tendenz, die problematisch ist für geschiedene Männer, die lange in der Ehe waren. Und der andere Punkt ist, du warst lange in der Ehe. Man war vielleicht 10, 15, 20 Jahre mit derselben Frau zusammen und die meisten Männer waren da in der Hinsicht auch einfach treu. Das heißt, die haben auch nur Erfahrung mit dieser einen Frau gesammelt und dann rostet man einfach ein, auch in seinen Fähigkeiten, so im Dating und im Flirt oder so. Weil das letzte Mal, wo man dann mal wirklich wieder Frauen kennengelernt hat, so ein bisschen versucht mal wieder eine neue Frau zu erobern und also Sachen, ist dann halt vielleicht auch mal 15 Jahre her oder 20 Jahre her. Und das sind einfach so Tendenzen, die man bedenken muss. Deswegen ist es ganz normal, dass man erstmal in einer sehr herausfordernden Situation ist, auch was das Dating angeht nach der Scheidung. Aber nichtsdestotrotz muss man halt Dinge angehen und Punkte verstehen und Missverständnisse aus dem Weg räumen, damit man Erfolg und Glück in der Liebe finden kann. Und als mein Coaching-Teilnehmer dieses Wissen hatte, hat es ihm erstmal so ein bisschen geholfen, die Dating-Welt besser zu verstehen, aber es hat ja noch nicht die Probleme gelöst. Das nächste Missverständnis, das ich ihm mit erklären musste, war folgendes. Und da war auch schon direkt die Lösung mit dabei. Der Grund, warum er keinen Erfolg mehr beim Dating hatte, war nicht, weil er zu alt war oder weil er irgendwie Kinder hat oder so und das angegeben hat. Denn selbst wenn eine Frau wirklich es eher vorziehen würde, dass ein Mann keine Kinder hat, also selbst wenn du von den Umständen für eine Frau nicht der ideale Mann bist, heißt es ja nicht, dass du komplett raus bist. Wie oft hast du das schon gesehen, vielleicht in irgendwelchen Filmen oder auch in deinem Freundeskreis gehört, dass eine Frau sich auf einen Mann einlässt, der auf dem Papier nicht zu ihr passt? Ein Mann, der vielleicht nicht stabile Umstände hat, in denen sich das ja kaum was verdient, oder ein Mann, der irgendwie so ein Kneipenprügler ist, der halt irgendwie die ganze Zeit nur Ärger macht, der in vielerlei Hinsicht nicht zu ihr passen würde, aber sie verliebt sich dennoch in ihn und die Tatsache, dass sie sich persönlich so stark zu ihm hingezogen fühlt, sorgt dafür, dass es ihr egal ist, was für Umstände er jetzt mitbringt oder nicht. Und das musst du halt einfach verstehen. Ob eine Frau sich am Ende für dich entscheidet, als potenziellen Partner, ist mehr eine emotionale Entscheidung als eine rationale Entscheidung. Also sie kann auf dem Papier sehen, hey, ja okay, ihr Mann hat Kinder, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir wünsche, aber sie wird locker darüber hinwegsehen, wenn es einfach alles andere passt. Das musst du halt verstehen. Und das heißt, worauf du Fokus legen musst, ist, dass die Art, wie du dich darstellst, zum Beispiel auf Online-Dating-Plattformen oder die Art, wie du mit Frauen redest, so ist, dass sie sich zu dir als Person hingezogen fühlen und erstmal es zweitrangig ist, wie alt du bist, ob du eine Ex-Frau hast, mit der du noch viel Kontakt hast, ob du Kinder hast. Das sind alles Sachen, die Frauen gerne erstmal beiseite schieben, wenn sie dich gut finden, wenn sie merken, du hängst nicht irgendwie so in der Ex-Frau, diese Frau ist kein Ersatz für die Ex-Frau, sondern du lässt dich auch auf die Frau ein, du behandelst sie gut, aber bist immer noch ein Kerl, mit dem sie eine schöne Zeit hat, du bist selbstbewusst. All diese Dinge sind viel, viel wichtiger. Das heißt,
Es kann auch erstmal oberflächlich klingen, aber das, was dir Erfolg in der Liebe bringt und dir helfen kann, aus diesem, sag ich mal, emotionalen Loch rauszukommen, ist es, gewisse Dinge beispielsweise im Online-Dating gut zu machen, wenn das der Weg ist, den du zum Beispiel bisher gelernt hast. Wenn deine Bilder, du die richtigen Bilder hast, in der richtigen Reihenfolge, du dir Gedanken darüber gemacht hast, dann eine gute Profilbeschreibung hast, bei der ja auch eine Frau lachen würde, die einfach witzig ist, die aber auch zu dir passt, charmant ist, nicht einfach nur ein dummer Spruch ist. All diese Sachen sorgen dafür, dass die Frau, das sind so psychologische Faktoren, wo die Frau, wenn sie dann am Ende dein Profil anschaut, sich einfach hingezogen fühlt und du einen einladenden, attraktiveren und besseren Eindruck machst als viele andere Männer auf diesen Plattformen. Und auch wenn du dann vom Gesicht kein Brad Pitt oder George Clooney bist, wirst du einfach positiv auffallen und es wird Frauen geben, die dich dann treffen wollen, wenn du dann noch weißt, wie du mit Frauen schreibst. Also es geht eher um diese Faktoren, die entscheiden, ob du dann das Interesse von einer Frau bekommst. Es geht quasi darum, jetzt im Fall Online-Dating das Ganze intelligent anzugehen. Es kann dann zum Beispiel sein, dass du jetzt sagst, aber ich habe schon mal hier und da probiert, ich habe meine Lieblingsbilder reingestellt, ich habe halt schon hier und da auch mal versucht, die Reihenfolge zu wechseln. Aber jetzt auch hier, wir kommen wieder zurück zum Punkt, du bist vielleicht einfach eingerostet. Woher weißt du, ob auch die Bilder, die du gut findest, bei aller Liebe und Respekt, vielleicht sind die Bilder einfach schlecht. Vielleicht denkst du, die sind gut, aber du wirkst bei einem unfotogen oder die sind gut und du hast ein schlechtes Bild, was dann alles runterzieht. Oder deine Profilbeschreibung, du denkst, sie ist witzig, aber weil du so lange halt auch nicht mehr geflirtet hast mit Frauen, weißt du nicht, dass das, was du dann da reingeschrieben hast, vielleicht komisch wirken kann. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Es kann einfach nur so sein, dass die Erfahrung fehlt und das Auge dafür fehlt, was da gut ankommt. Anderes Spiel, wenn du ein Date hast oder eine Frau auch irgendwo live mal kennenlernst und dann ihre Nummer bekommen willst, das, was entscheidet, ob sie dich dann wiedersehen will, sind so ganz ich will es nicht mal oberflächlich bezeichnen, aber banale Dinge wie bist du gekleidet? Du musst ja nicht gekleidet sein wie ein italienisches Topmodel. Es geht einfach nur darum, passen die Sachen zusammen? Passen sie zu deinem Hautton? Wie sieht deine Frisur aus? Also Themen. Machst du das Beste aus dir in der Hinsicht? Wie bist du gekleidet? Wie redest du mit ihr? Stellst du gute, interessante Fragen, damit das Date auf interessante Gesprächsthemen kommt? Oder ist es eher so ein Interview-Austausch? Kannst du ihr in die Augen schauen? Weißt du, wann und du im richtigen Moment kannst du Interessenssignale erkennen, ob eine Frau gerne den nächsten Schritt von dir möchte? Diese Dinge, auf die kommt es an. Und wenn du die beherrschst, und es muss kein Hexenwerk sein und auch keine Wissenschaft, aber wenn du die beherrschst, dann kann es funktionieren für dich. Und um diese Dinge zu beherrschen, musst du kein Casanova werden. Du musst dich auch nicht im Kern verstellen. Das sind ganz, ganz simple Dinge, Grundlagen in der Kommunikation zwischen Mann und Frau, die du einfach verstehen musst. Und jeder Mann hat seine Schwachstelle in einem dieser Punkte. Und da muss man vielleicht an einem Punkt ein bisschen mehr nachhelfen. Aber wenn du diese Dinge meisterst, dann bist du an dem Punkt, wo du wieder Kontakt zu Frauen haben kannst. Und das Ding ist, du hast wieder die Zeit und wahrscheinlich die Lust, jetzt der Schürzenjäger oder Casanova 2.0 zu werden, irgendwie hunderte Frauen daten. Sollst du auch gar nicht. Aber du musst auch eine Sache verstehen. Je älter du wirst, desto älter werden noch die Frauen, die du datest. Natürlich kannst du auch deutlich jüngere Frauen daten als du, aber wenn du zum Beispiel jetzt Ende 40 bist, dann ist es doch vollkommen normal, dass auch immer eine Frau Ende 30 sein kann, die du datest. Und je älter auch eine Frau ist und Single ist, desto mehr kann es auch sein, dass sie einfach problematische Eigenschaften hat, die eine Beziehung mit ihr auch erschweren. Es kann sein, dass es einen Grund gibt, warum sie noch so lange Single ist. Es kann sein, dass sie in der Beziehung bisher einfach in den letzten drei Beziehungen eine schlechte Partnerin war, dass sie Bindungsängste hat, dass sie vielleicht sogar narzisstische Züge hat, was auch immer. Und das heißt, es gibt auch auf dem Markt, Datingmarkt, Frauen, je älter man wird, desto, also das heißt nicht, dass ältere Frauen das haben und jüngere nicht, aber bei Älteren zeichnet sich das mehr ab. Und dass du quasi diejenigen, die noch Single sind, dass da einige von denen halt einfach auch gar nicht zu dir passen würden. Und deswegen brauchst du quasi, um nicht nochmal in diese Falle zu tappen oder in die Situation zu kommen, wie mit deiner Ex-Frau, wo es am Ende vielleicht unschön oder teilweise sogar toxisch war, musst du wissen, zum Beispiel, was sind Dinge, die ich bei der Partnerwahl zu beachten habe. Wie kann ich schon im Dating und der Partnerwahl und in den ersten Monaten der Beziehung die Weichen dafür stellen, dass die nächste Beziehung schön wird. Noch hier muss keine Wissenschaft sein, aber nur ein paar Dinge, die du beachten musst. Und das heißt auch nicht, dass jede Frau in dem Alter, die du datest, irgendwie eine an der Waffel hätte oder sowas. Es gibt immer noch sehr viele tolle, wunderbare Frauen auch in deinem Alter. Aber für diese tollen Frauen, die attraktiv sind oder ziemlich sportlich und sympathisch aussehen oder die halt auch wissen, die haben gesunden Selbstwert, die haben viel Selbstachtung, sie wissen, dass sie eine tolle Partnerin sein könnten. Diese Frau würde sich halt nicht auf jeden x-beliebigen Mann, der ein Online-Dating-Profil hochlädt, einlassen. Also du musst kein Model sein, damit sie sich auf dich einlässt, aber du musst halt, wie gesagt, diese Dinge, die ich eben beschrieben habe, wirklich beherrschen und machen und zum gewissen Grad meistern. Und genau das haben wir mit meinem Kunden auch gemacht. Und er hat dann durch die Methode, wir haben quasi den ersten und so ein bisschen den zweiten Schritt meiner Vier-Schritte-Methode gemacht und er war an dem Punkt, wir haben jetzt Online-Dating als Weg des Frauen-Kennenlernens gewählt. Er hat dann über das Online-Dating hat er relativ viele Matches bekommen und nach ein paar Tagen des Swipens und des Schreibens, ich habe mir auch ein paar Impulse zum Thema Schreiben gegeben, hat er ein Date.
Das ist jetzt auch letztens erst passiert. Er hat ein Date mit einer sehr attraktiven Frau. Und sie ist auch ein Ticken jünger als er, findet sein Profil sehr sympathisch und anziehend. Und von den Hobbys passt das auch sehr. Beide lieben die Natur, er liebt es gerne zu wandern, auch in den Bergen. Die beiden haben einfach ein ähnliches sportliches Profil und einfach von den Werten, die sie da verkörpert hat in dem Profil, hat es auch sehr gut zu ihm gepasst. Und deswegen könnte ich auch vollkommen verstehen, wenn er nervös gewesen wäre und gesagt hätte, okay, nach 15 Jahren Ehe direkt so eine heiße Frau kennenzulernen. Aber die Schritte haben ihm schon so viel Selbstbewusstsein gegeben und dieses Wissen, dass er, hey, ich bekomme ja noch mehr Matches. Ich habe zwar jetzt ein cooles Date, aber selbst wenn das in die Hose geht, würde ich eine Woche später wahrscheinlich wieder ein anderes Date mit einer netten oder süßen oder sympathischen Frau bekommen. Dieses Wissen hat ihm so viel Selbstvertrauen gegeben, dass er jetzt auch relativ entspannt ins erste Date gegangen ist mit sehr viel Selbstbewusstsein und das erste Date ein Erfolg war und die beiden sich wiedersehen wollen. Und das kann passieren, wenn man das Ganze richtig angeht. Ein anderer Nebeneffekt ist bei meinem Kunden auch noch eingetreten. Und zwar, ein Gefallen, den sich viele geschiedene Männer, vor allem geschiedene Väter, tun sollten, ist, dass sie ihr eigenes Datingleben und ihr eigenes Leben wieder in eine Aufwärtsspirale bringen. Und das Datingleben ist nicht, macht nicht alles in deinem Leben aus, aber es ist ein großer Bestandteil. Denn du tust deinen Kindern einen Gefallen, wenn du die glücklichste und erfüllteste Version von dir selbst bist. Und es ist meinem Kunden auch noch aufgefallen, dass er einfach wieder mit mehr Entspannung und Lockerheit die ganzen Eigenarten und Eskapaden und alles seiner Ex-Frau annehmen kann, entspannter damit umgehen kann, nicht mehr so viel gestresst ist, weil er weiß, bei ihm geht wieder was. Er strahlt seinen Kindern gegenüber auch viel mehr Positivität aus. Denn als Vater ist es ja oft so, es geht nicht unbedingt darum, wie viel Zeit du mit deinen Kindern verbringst. Natürlich möchte man so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern verbringen, aber du bist ja zu einem gewissen Grad auch ein Vorbild. Und wenn du einfach gefühlt seit Monaten in so einer leicht depressiven Phase bist oder einfach sehr viel Negativität, sehr viel Leid ausstrahlst, das du in dir trägst, dann tust du deinen Kindern und dir selbst damit keinen Gefallen. Und wenn du aber selber dafür sorgst, dass du wieder auf beiden Beinen stehst, von mir ist auch finanziell, aber halt auch vor allem in der Liebe und in deinem eigenen Selbstvertrauen, du merkst, hey, mit allen Herausforderungen komme ich jetzt besser klar, weil ich das Gefühl habe, ich habe die Dinger wieder in meiner eigenen Hand und sie wurden mir nicht mehr rausgerissen, ich habe sie in meiner eigenen Hand, desto mehr kannst du auch die Zeit mit deinen Kindern genießen, desto mehr bist du wieder dieser positive Einfluss für deine Kinder, auch wenn du nicht mehr diese intakte Familie, Mann, Frau mit demselben Dach und zwei Kinder hast, du kannst immer noch ein wunderbarer Vater für sie sein. Bist du von der Intention wahrscheinlich auch immer, aber glaub mir, das, was du mitschwingst an Negativität, an Leid, an Hoffnungslosigkeit, die Themen, die du nicht angehst, die kommen bewusst oder unbewusst bei Kindern an, weil Kinder sehr empfänglich für unbewusste, unterbewusste Signale sind, die ihre Eltern aussenden. Und das mehr aufsaugen und dann noch mehr ein Gespür für haben. Zwar können sie das nicht intellektualisieren und ganz Gedanken darüber treffen, aber sie bekommen mit, dass ihr Papa es ihm nicht gut geht. Und das macht was mit dem Kind und dem Selbstwert von dem Kind. Deswegen, ihm ist auch aufgefallen, er kann mehr Positivität ausstrahlen. Empfehle ich auch jedem Mann, dass man das Thema irgendwann wieder angeht, sobald man sich halbwegs bereit dafür fühlt. Und wenn du für dich auch lernen möchtest, wie du in die Situation kommen kannst, dass du nach der Scheidung wieder Glück in der Liebe finden kannst, regelmäßig Frauen kennenlernen kannst, vielleicht einen zweiten Frühling erleben kannst und viele Frauen daten kannst oder einfach nochmal eine neue Partnerschaft finden kannst mit einer Frau, die es dir wirklich antut, dann kannst du mit mir auch mal persönlich darüber reden, wie das Ganze für dich ablaufen kann. Das Ganze kannst du auch kostenlos machen in Form eines kostenlosen Beratungsgesprächs. Das heißt, in diesem Gespräch nehme ich mir mal eine Stunde Zeit für dich oder eineinhalb, 1:1 ein privates Gespräch, wo ich dir in deiner individuellen Situation die Schritte, auch meine 4-Schritte-Methode erkläre und die Schritte ganz klar aufzeige, die du gehen musst, damit du Glück in der Liebe finden kannst. Und wenn du das möchtest, dann bewirb dich gerne auf dieses Gespräch. Da findest du einen Link unter diesem Video, ganz oben in der Videobeschreibung. Gehst auf meine Webseite, bewirbst dich drauf und ja, vielleicht sprechen wir uns beide auch bald persönlich.